An dieser Stelle, hallöchen meine lieben Floschis und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3. Ja, wir gehen jetzt in diese Tür. Das hatten wir schon in der letzten Folge geplant. Okay. Hier habe ich so das Gefühl, dass hier Fallen auf uns warten, weil das sieht so giftmäßig aus. Oder wir müssen da... Okay. Okay, dann müssen wir hier saugen und diese Dinger finden. Oh nein. Okay. Okay, ja, Luigi. Wir müssen das Zeug finden. Wo ist das? Es ist was Gelbes. Oh fuck, das sind immer so. Ah, mir gefällt das total gut. Da ist schon wieder eins. So, wir brauchen noch zwei rote. Das andere rote. Natur. Ja. Zack. Verstopft. Ah nee, wir brauchen noch ein gelbes. Scheiße. Scheiße. Please, ist das nicht in irgendeiner Vase drin oder so? Alter, ich saug doch hier schon alles weg. Verdammt. Nicht jetzt hier sterben, Luigi. Bestimmt hier irgendwo in der Ecke. Hä, in der Vase oder was? Ach, man kann die aufmachen, die Vase. Das ist mir jetzt egal, das Geld. Hä? Ach, da liegt es doch. Ich glaube, ich habe gedacht, es wäre Geld. Na, komm, Luigi, ziel richtig. Danke. Alter, was ist denn das für ein Raum gewesen? Aber gut, dass hier genug Heilung lag. Aber diese Pyramidenfallen sind schon ziemlich cool. Okay. Okay. Irgendwo muss das ja hin. Ich lasse es erstmal hier liegen. Aktiviere das hier. Vielleicht Geheimgang oder so. Wo muss dieses Ding hier hin? Vielleicht da oben rein? Aha. Gibt's dafür ein Juwel? Tatsächlich, ja geil. Und nicht schon wieder du. Oh, Geldgeist, Geldgeist. Na komm her. Hä? Knallt er da gegen die Wand? Nein.
Komm her. Also, es sah gerade aus wie. Okay. So, sehr gut. Den Geldgeist haben wir also auch. Ich finde, das ist so ein schönes Detail, wie Luigi einfach niest. Finde ich genial. So, und rechts ist auch noch ein Gang. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Oh, rollende Kugel. Oh lol, die Kugeln töten die auch sozusagen. So, zwei auf einmal. Na komm her. Oh, zwei Stück. Na kommt. Lasst euch einsaugen. Oh nein, die Kugel kommt. Allein wie die klingen. Hab ich die nicht. Da hinten, ich habe dich auch gesehen. Ha. Komm her. Habe ich alle? Oh ja. Sehr schön. So, und jetzt ist da noch eine Tür, die wir auch noch nehmen können. Da wird wahrscheinlich dann der letzte Schalter drin sein. Nein, 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 ganz viele Schatten. Oh, wie gut. Euch. Ich hasse Schlangen. Oh mein Gott, ich habe solche Angst vor den Viechern. Hab ich dich? Habe ich dich. Also das war jetzt, oder, ach so, das ist hier das, ach so, und jetzt muss ich da wieder raufkommen, oder was? Das war jetzt das große, die große Challenge. Es kommen ja irgendwie keine Drachen. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Es kommen ja irgendwie keine Eier nach. Keine Eier. Schlangen meinte ich, was auch sehr gut für mich ist. Na komm. Na los. Ich baue mir hier gerade ein kleines Podest. Nein. Verdammt. Na los. Danke. Es war so klar. Und es kommt irgendwas. Irgendwie doppelt so viele Schlangen oder so. Laserstrahlen. Okay. Was passiert? Was muss ich tun? Die außer Gefecht setzen oder wie? Ich weiß nicht, was ich tun muss, Leute. Falsche Richtung, Luigi. Hä?
Ich kann mit den Dingern nicht interagieren. Das ist gerade mein großes Problem. Okay. Ach, scheiße. Mist. Jetzt kommt auch noch ein Geist. Leck mich doch am Arsch, Geist. Oh mein Gott, noch rechtzeitig hingekriegt. Habe ich dich doch da gesehen irgendwo? Oh. Es war gerade Zufall, dass ich diesen Sprung gemacht habe. Weil ich wollte eigentlich gar nicht diesen Sprung machen, sondern ich hatte versucht, die irgendwie da irgendwie hochzukommen und hatte gehofft, dass ich mich da irgendwie hochsaugen kann. Aber läuft doch. Hui. Diese Fallen nehmen einen echt ganz schön mit, ne? Kann ich dich jetzt bewegen? Und jetzt müsste drüben das letzte zugehen. Dann könnten wir nach oben, weil sich der Raum mit Sand füllt. Hoffe ich. Oh, also es agiert, glaube ich, als so eine Art Fahrstuhl. Oh ja. Okay, ganz viele Geister. Haut drauf auf die Geister. Ha, hab ich euch. Drei auf einen Schleich, oder was? Nicht schon wieder diese Geister. Na kommt. Lol, er hat sich eingesandet. Sandt sich ja allein. Nehme ich dich zuerst. Ah! Komm her, du Arschgeist. Hab dich. Macht der mehr Schaden, weil der fetter ist? Ja, komm her. Aua. So, komm. Der geht mir am meisten auf den Sack. Gehen die auch... Der kommt. Ich höre euch doch. Hab ich dich. Ich auch. Man sieht die immer schön auf dem Boden. Anhand der Animation sieht man, dass es der letzte war in dem Raum. Bin ich jetzt schon oben? Nee, ne? Aber ich bin hier. Das heißt, ich könnte hier die Treppe mal aufsuchen. Goldenen Spinnen geben wir richtig Asche. Okay. Okay. Der ist nach oben, der ist nach rechts und der ist nach oben. Kann ich mit dem interagieren? Okay. Gibt's dafür ein Juwel?
Okay, nur sehr viel Geld. Okay. Ist das diese Treppe? Lauf, Luigi. Ich laufe einfach, mir egal. Okay. Okay, da komme ich nur durch, wenn ich... Okay, wenn ich was habe zum Fackel ähnlich. Achso, da war was drin, Fackel ähnlich. Lol, da ist ein Luigi drauf. Oh. So Zelda-mäßig. Geil. Oh, ich bin jetzt wieder oben. Oh, hallo Fräulein Kleopatra. Hi. Okay, ciao. Ghost Kleopatra, oder wie? Ich glaube, das haben wir nicht aufgemacht. Das war's, nichts als Sand. Mehr hat sie nicht, die Gute. Das bringt nur die Palme zum Wedeln. Was auch ein geiler Effekt ist. Ja. So, dann gehen wir mal gucken, was sie da drin macht. Sie hat eine Riesenskulptur von sich selber erschaffen. Sorry, das war aus Versehen. Und ich denke mal, jetzt beginnt der Bossfight und deswegen muss ich euch leider den Bossfight auf die nächste Folge verschieben, denn diese wird sonst viel zu lang, obwohl wir versuchen es einfach mal. Aber wir versuchen es einfach mal. Ist das eine Sandskulptur? Kann man die wegmachen? Uff. Okay. Hallo. Schlangen. Okay. Ich verwirr das. Ach so, okay, da kommt sie jetzt hoch. Ja, ich verstehe den Bossfight noch nicht so wirklich. Ach so, sie hat jetzt fast kein Gesicht mehr. Hä? Jetzt kommt sie halt da und ploppt hier hoch. Jetzt sauge ich ihr weiter ihr Gesicht weg. Ah, okay. Hab ich dich? Medusa, Kleopatra, Verschnitt. Nee, schade, geht nicht zweimal hintereinander. Saugen erstmal das ganze Geld hier weg. Und gucken, wo sie jetzt nicht aufploppt, da vorne. Geht's auch mit Wegpusten? Ne, meine Liebe. Okay. Ich muss mal gucken, wie ich diese... Moin, meine Hübsche. Kann ich sie einfach weiter wegsaugen? Ich saug sie einfach weg. Ich hätte eigentlich Sand hasse. Okay, gegen die Faust weiß ich nicht, was ich mache. Ah, okay, da muss ich springen. Okay, geht auch pusten. Jetzt muss ich wohl pusten. Okay, vielleicht muss ich da ja auch wieder diesen
Nee, das muss ich nicht. Also ich verstehe jetzt hier gerade nicht, was ich machen muss. Ah, da hinten. Okay, ihr Gesicht ist weg. Okay. Ah. Was hat sie denn? Schreit sie, weil ihre Schlangen weg sind? Na komm her, du Kleiner. Das kriegen wir doch noch in diesem Part, was ist den Bossfight. Wo ist sie? Da vorne? Sagen wir ihr Gesicht weg. So, jetzt ist sie wieder wütend. Hat der Bossfight irgendwie keine zweite Phase? So, jetzt wehre ich die Dinger ab. Jetzt kommt noch einer. Oh mein Gott, das erste Herz, was wir kriegen in diesem Bossfight. Nein, 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 nein. Okay. So, jetzt sag ich wieder ein. Ich sag gerade, hatte nicht noch eine Phase. Und dann kommt die zweite Phase, Alter. Oder die letzte wahrscheinlich. So. Alles wegsaugen, was geht. Oder wegpusten, je nachdem. Ich weiß immer noch nicht, was davon gemacht werden muss. Wegsaugen oder wegpusten. Aber da ist ein Herz, das weiß ich. Da vorne ist noch eins. So, jetzt sind die Schlangen irgendwie weg. Aua! Jetzt taucht sie an random Stellen auf, oder was? Jetzt taucht sie auch schon, okay. Okay, das ist also so ein Stein und wir müssen so random das wegsaugen und vom Stein. So, und jetzt wieder ran. Okay, oder doch nicht. Wir müssen den Dingern ausweichen, aber ich sag euch als Tipp, falls ihr mit dem Endboss Schwierigkeiten habt, geht so nah ran, wie es geht und riskiert ein paar Leben zu verlieren. Ich habe jetzt keine verloren die ganze Zeit. Oh mein Gott, wie sie sich auch in diese Pose begeben hat. Ja, das war wieder ein sehr herausfordernder Bossfight. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den jetzt so schnell raffe. Aber, ja, warum nicht? Da, 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 da. Da, da. Fahrstuhlknopf 11. Ja, sehr geil. Ja, den bringen wir doch eben schnell zum Aufzug, wie jede Folge. Eine sehr schöne Etage mit vielen Hindernissen und so hat mir sehr gut gefallen. Aber ich würde gerne wissen, wo die letzten Juwelen sind, die wir nicht gefunden haben. Ich glaube, dass hier noch irgendwie einer auf uns wartet mit diesen Schlangen. Dass wir die irgendwie austriggern können mit Luigi eventuell. Können wir die irgendwie... Eventuell dieser Gong noch irgendwas hat. Also ich weiß es nicht. Komisch. Hallo. Ja? Dann ab zur nächsten Etage. Ja. Oh yeah. Oh yeah. So. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Mir hat er sehr gefallen. Mir hat die ganze Etage sehr gefallen. Ziemlich geil. Welt der Wunder ist unsere nächste... Oder ist es doch? Welt der Wunder ist unsere nächste Etage. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst ein Like da. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert die Glocke und vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren. Abonniert die Glocke, lol. Ich meine natürlich, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. So, bis zum nächsten... Video, bis zum nächsten Livestream, bis zur nächsten Instagram-Story, was auch immer. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin flauschig und du hast einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen. Ich weiß ja nicht, wann du dies hier siehst. Bis zum nächsten Mal und immer flauschig bleiben. Bye, bye.